So sind Sie bestimmt manchmal durch Brand Erbisdorf gelaufen, liebe Zuschauer, mit einer Tüte von Hansa-Keks, als es damals noch diesen Bruchkeks hier zu kaufen gab. Die Keksfabrik ist leider, leider zu. Der Name steht noch an der Tür und das E ist besonders zu sehen und vielleicht steht ja das E für Ende. Und wir waren auf der Spur des Hansa-Kekses. Betritt man den ehemaligen Produktionsort des beliebten Gebäcks, kommt es einem so vor, als wäre bis vor kurzem hier noch gearbeitet worden. Im verwaisten Chefbüro steht noch die Kaffeekanne auf dem Tisch. Die Akten stapeln sich und Produkte des Hauses liegen zur Anschauung bereit. Als läge der Büro- und Arbeitsalltag nicht schon Jahre zurück. So präsentieren sich ebenfalls die Fabrikräume, nur einige Maschinen fehlen. Aber gewogen wird hier schon lange nichts mehr. Ja, sogar die alten Rezeptbücher sind noch vorhanden, darunter auch das Rezept des Weltraumkekses, der für die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA gefertigt wurde. Wir befinden uns jetzt in der alten Teigmacherei, wo früher 4, 5 Maschinen standen und 4 Arbeiter bzw. 5 Teig herstellten für den Hansa-Keks. Wie lange waren Sie denn überhaupt in der Firma beschäftigt? Ich war 14 Jahre beschäftigt. Und da kommt doch schon Emotionen hoch, wenn man dann wieder am alten Arbeitsplatz steht und denkt, ja, der Keks könnte ja noch produziert werden, denn er wird ja noch produziert. Ja, sicher, aber es geht irgendwie weiter. Ja. Na, ist klar, muss ja. Aber neben den Emotionen an so einem Ort gibt es auch noch die Erinnerungen. Und da haben bestimmt noch viele von Ihnen die Hansa-Keks-Werbung, die in den 1000 Teletipps des DDR-Fernsehens lief, im Gedächtnis. Kekse schmecken so wunderbar. Hansa. Kekse schmecken so Hansa. Hansa-Kekse. Sie schmecken der ganzen Familie. Hansa-Kekse. 100, 200, 300. Tausendmal gut. Blicken wir zurück. 1901 gründete Max Haufe sein Unternehmen. Ab 1945 führte sein Sohn Hans das Werk seines Vaters fort und brachte 1959 den Hansa-Keks auf den Markt. Allein im Jahr 1988 wurden in Brand Erbisdorf 4.500 Tonnen Kekse gebacken. Dann begann sich der Himmel über den Hansa-Keksen einzutrüben. Der leckere Duft von frisch gebackenen Hansa-Keksen zieht schon lange nicht mehr durch Brand Erbisdorf. Auch der nun übrig gebliebene Rest der Keksfabrik auf der Zuger Straße macht wahrscheinlich ganz dicht. Denn die Produktion ist eingestellt, die Maschinen wurden abgebaut und auch abtransportiert. Im Frühjahr 93 übernahm die Firma Lang aus Marie Drepper die Produktion. Zuletzt waren hier nur noch 5 Mitarbeiter beschäftigt. Bis 1996 wurde der Hansa-Keks in Brand Erbisdorf produziert. Aber zurück in die Gegenwart und wieder hinein in die stillgelegte Keksfabrik. Ja, und da gibt es eine lustige Story dazu. Es ging ja darum, dass der Geschäftsführer von Vicana, der jetzt den Hansa-Keks produziert, am Rezept noch etwas verbessern wollte. Und dann hat er von euch ein Foto in der Zeitung gesehen. Ja, da hat er uns voriges Jahr im September angerufen, der Herr Fischer, wie es aussieht, ob wir Interesse hätten, mit zu helfen an den neuen Hansa-Keks. Und sagen wir so, hat ein bisschen an der Berufsehre gekratzt. War etwas stolz darauf, dass noch jemand an uns denkt. Und natürlich haben wir ja gesagt und sind wir dann ins Gespräch gekommen. Er war auch mal hier in Brand Erbisdorf, habe ich ihm auch mal die Firma von außen gezeigt. Danach war erstmal kurz Ruhe. Dann hat er sich nochmal gemeldet und hat uns eingeladen, in den Ferien mal hochzukommen. Natürlich habe ich meine Kinder gleich mitgenommen, um den Betrieb mal zu zeigen. Und sind wir hin und haben dort einen Probebacken gemacht. Ja, und dann kommt der Honig und der Kunsthonig ins Spiel und die besondere Margarine. Ja, wie gesagt, es wird wieder getauscht auf Kunsthonig, weil der normale Bienenhonig eine bestimmte Philosophie war von unserem ehemaligen Arbeitgeber. Und die Margarine, die wir früher eben als Gera benutzt haben. Und jetzt kommt der leichte zitronenartige Geschmack ins Spiel. Der ist auch wieder mit dabei beim neuen Keks. Der ist genauso wieder dabei wie früher. So dämmert das ehemalige Kekswerk dahin und wartet auf bessere Zeiten. Der Name Hansa-Keks prangt schon lange nicht mehr an der Fassade, aber wir ließen uns erklären, woher der Name Hansa-Keks überhaupt kommt. Wurde früher Ende 60er, 70er Jahre ein Glückskeks hergestellt, der auf dem Markt nicht so ankam. Und da wurde dann im Büro, hatten sie eine große Glocke hängen. Und da sind die auf die Idee gekommen, wir können doch den Keks Hansa nennen, durch die Glocke. Kekse schmecken so wunderbar. Hansa. Kekse schmecken so wunderbar. Hansa. Hansa Kekse. Sie schmecken der ganzen Familie. Hansa Kekse.
100, 200, 300. Tausendmal gut. Und wir verkosten heute natürlich auch den Keks, den es ja so lange Zeit nicht gegeben hat. Und Leute, die aus Brand sind, die müssten es ja eigentlich wissen. Hier wird schon kräftig eingekauft. Nehmen Sie einen, nehmen Sie zwei, nehmen Sie viel. Es sind auch genug da, können nächste Woche wiederkommen. Aber wie schmeckt er denn jetzt? Gut, gut. Bald besser wie damals. Bald besser wie damals. Ja. Und Sie kannten die alte Frau Haufe noch? Ja, wir waren Freunde und Freundin. Jetzt kommt der Test. Ja, knackig, ja. Ja, 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 schön, knusprig. Na? Na, ist gut. Und ist ein Mürbekeks und darum kann man damit ganz gut kalten Hund machen. Ja. Dankeschön. Also, wie viele Kisten darf ich Ihnen einladen? Eine nehmen wir mit. Ja, dankeschön. Und? Schmeckt wie früher? Gut, schon trocken. Ein kleines Dütschen. Das macht nichts. Kekse schmecken so wunderbar. Hansa. Kekse schmecken so wunderbar. Hansa. Hansa-Kekse. Sie schmecken der ganzen Familie. Hansa-Kekse. 100, 200, 300. Tausendmal gut.